Willkommen zurück. In diesem Tutorial erstellen wir gemeinsam eine dynamische Anzeige. Wir wählen jetzt mal Conversions als Ziel. Dynamische Anzeigen funktionieren aber auch bei anderen Zielen. Falls du bisher noch keine Anzeigen auf Facebook geschaltet hast, in den vorherigen Tutorials dieser Reihe erkläre ich dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Gehen wir zur Ebene der Anzeigengruppe. Um dynamische Anzeigen zu erstellen, kannst du auf der zweiten Ebene bei den Anzeigengruppen diesen Riegel verschieben und dynamische Anzeigen aktivieren. Solltest du dieses Feld nicht sehen, dann hast du entweder in der ersten Ebene eine Einstellung gewählt, die keine dynamischen Anzeigen zulässt, oder es sind schon mehrere Anzeigen in der Anzeigengruppe enthalten. Bei dynamischen Anzeigen kann je Anzeigengruppe nämlich nur eine einzige Anzeige enthalten sein. Das ist die dynamische Anzeige. Wenn wir jetzt zur Anzeige springen, dann siehst du, dass es hier nun mehr Felder gibt, um die Anzeige zu erstellen. Als erstes das Format auswählen. Du kannst jetzt einzelne Elemente wie unterschiedliche Bilder oder Videos gegeneinander testen, aber nicht unterschiedliche Formate in der gleichen Anzeige. Also nicht Bilder gegen Videos, aber verschiedene Bilder gegeneinander. Natürlich könntest du je gewünschtes Format einer Anzeigengruppe mit Dynamic Ads erstellen und diese miteinander vergleichen. Damit könntest du zum Beispiel herausfinden, ob du deine Zielgruppe eher mit Bildern oder Videos ansprichst. Ich bleibe jetzt mal beim ersten Werbeanzeigenformat und wähle dann Videos aus. Jetzt kann ich verschiedene Videos hochladen. Oder aus den Videos, die ich schon mal auf der Facebook-Seite hochgeladen habe oder im Werbekonto hochgeladen habe, auswählen. Nun geben wir unsere verschiedenen Teaser-Texte ein. Hier siehst du, dass wir maximal 5 Optionen haben. Ich habe da schon was vorbereitet und füge das mal schnell ein. Jetzt zu den Call-to-Action-Buttons. Auch hier kannst du wieder 5 Möglichkeiten auswählen. Wenn du das Ganze nun veröffentlichst, wird es gespeichert und als eine einzige Anzeige in der Anzeigengruppe angezeigt. Wenn du dir ansehen möchtest, wie die Elemente miteinander kombiniert wirken, dann rufe hier die Anzeigenvorschau auf. Hier kannst du dir alle verfügbaren Elemente zusammenbauen und die gewünschte Vorschau zusammenstellen. Wenn du nun wissen möchtest, welches Bild oder welcher Text am besten funktioniert hat, dann wählst du die dynamische Anzeige aus. Hier rechts bei Aufschlüsselung dann nach dynamischem Werbeelement aufschlüsseln auswählen. Nutze dynamische Anzeigen, um zu testen, was bei deiner Zielgruppe gut ankommt und wie du deine Beiträge am besten gestaltest. Viel Spaß beim Anzeigenbasteln!